Hallo. Ach, Mario. Na? Was ist denn, Chef? Du, ich hab's zwar ziemlich eilig, aber einen habe ich noch für dich, ja? Wie nennen die Italiener jemanden, der mit einer MG aus einem Meter Entfernung den Petersdom nicht trifft? Klinsmann! Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Und Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Sensation, Elvis lebt noch. Kinoknaller, Hollywood dreht Terriator Teil 2. Und widerwärtig, Levis testet neue Jeans an Tieren. Die Themen der Woche. Die FDP versucht alles, um bei der nächsten Wahl wieder in den Bundestag einzuziehen. Deshalb will sie jetzt einige längst fällige Gesetzesvorhaben durchboxen. Zum Beispiel die Abschaffung der 5%-Hürde. FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle verriet der Wochenshow seine weiteren Pläne. Guido Westerwelle, Ihre Partei steckt derzeit in einem absoluten Tief. Wie wollen Sie denn die Wähler davon überzeugen, dass die FDP noch lange nicht am Ende ist? Ich will nach Italien fahren und wenn die Zeit reicht, ins Blaue auch noch ein bisschen nach Frankreich. Und ich werde einfach viel ausschlafen, Sport machen, gut essen, Freunde treffen, das, was sonst zu kurz kommt. Willkommen zu unserer Top-Story. Politik ist ein schmutziges Geschäft, ein weit verbreitetes Vorurteil, das in dieser Form sicherlich auch stimmt. Doch es geht auch anders. Über eine ebenso rührende wie sensationelle politische Beziehung berichten wir in unserer heutigen Top-Story. Boris Jelzin und Helmut Kohl. Aus ihrer Freundschaft machten sie nie einen Hehl. Ein Küsschen hier, eine herzliche Umarmung da und sehnsüchtige Blicke. Was auf den ersten Blick normale Umgangsformen zu sein scheinen, für die beiden ist es mehr. So schenkt Kohl dem Präsidenten eine exakte Kopie seiner Lieblingsarmbanduhr. Jelzin revanchiert sich mit einem Flugzeugträger. Aus Zuneigung wird Liebe. Im heißen Moskauer Herbst 96 geschieht es, und zwar in der bekannten schwulen Diskothek Tuntova. Der deutsche Kanzler erliegt dem Charme des russischen Bären, als dieser ihn mit dem hocherotischen sibirischen Balztanz Twistov verführt. Genau ein Jahr nach dem schicksalshaften Tänzchen tritt Jelzin um Punkt 12 Uhr vor die Weltöffentlichkeit. Ich bin überaus glücklich mit Helmut. Ich mag ihn noch lieber als Puschkin. Alle sollen wissen, ich will diesen Mann heiraten. Die Reaktionen sind durchweg positiv. Die beiden Turteltauben lieben sich, wo sie gehen und stehen. Aber Helmut ist verunsichert. Er nutzt einen gemeinsamen Urlaub mit Hannelore, um sich über seine Gefühle klar zu werden. Doch während der Kanzler von einer Lebenskrise in die andere stürzt, hat der immergarne Jelzin bereits einen anderen Liebhaber gefunden. Er vergnügt sich in schamloser Weise mit dem ukrainischen Regierungschef Kutschmann und zeugt mit ihm sofort ein Kind. Kohl ist enttäuscht, auch wenn er von einem Russen nichts anderes erwartet hat. Den Flugzeugträger will er allerdings behalten. Das Einatmen von Abgasen in geschlossenen Räumen ist normalerweise glatter Selbstmord. In Osterode am Harz ist es allerdings ein Riesenspektakel. Dort finden nämlich heute die Hallenmotocross-Meisterschaften statt. Unser Top-Reporter Horst Lemminger ist als Ehrengast vor Ort. Ja, meine Damen und Herren, und damit darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Endlauf der deutschen Indoor-Motocross-Meisterschaften 1997. Dieses Rennen wird von niemand anderem gestartet als dem berühmten Wochenshow-Star Reporter Horst Lemminger. Hallo, Horst Lemminger. Ja, hallo, ich freue mich riesig. Das ist ganz einfach. Horst, Sie müssen einfach nur den Hebel hier nach vorne drücken, dann wird die Startbarriere versenkt. Das Rennen geht los und das war es auch schon. Nur nach vorne nicht und dann nicht wieder zurück. Nein, nein, nur nach vorne und nicht wieder zurück. Nicht so. Ganz einfach. Ja, also es kann losgehen, Horst. Es liegt in Ihren Händen, meine Damen und Herren. Es geht los. Horst, bitte. Also Jungs, auf die Plätze und los. Und nicht wieder zurück. Das war nicht mein...
er macht dieser zurück. Am Ende, was sind Sie für ein Und nun der Nachrichtenüberblick mit der durchstartenden Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Bonn. Auf der gestrigen Kabinettssitzung forderte Bundeskanzler Helmut Kohl von seinen Ministern mehr Disziplin. Probleme bereitete dies vor allem Außenminister Kinkel. So, es geht los. Also alles hinsetzen und Ruhe. Wie wenn einer stört. Ist das klar, Klaas? Ja, ja. Denk nur hier, wenn der Helmut ist, ist immer erledigt. Bonn. SPD-Finanzexpertin Ingrid Matthäus-Meyer beklagt die unzureichende Belüftung des Bundestages. Außerdem fordert sie, für die Abgeordneten immer genügend Getränke bereitzuhalten. Ja, trink ruhig. Habt ihr noch einen Schluck drin gelassen? Ja, klar. Baikonur. Nach einem erneuten Defekt in der russischen Raumstation Mir startete gestern ein Hilfstrupp ins All. Unter den Kosmonauten ist auch der deutsche Sicherheitsexperte Helge Schneider. Ich würde mal zu gerne wissen, was die beiden Kameraden davon in ihren Koffer mitschleppen. Ich nehme jedenfalls mein Katzenklo mit. Paris. Papst Johannes Paul II. Besuchte am Mittwoch den französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac. Dabei zeigte sich das Kirchenoberhaupt in außerordentlich guter Verfassung. Jetzt stehen Sie endlich auf. Dafür haben wir keine Zeit. Man wird doch wohl noch Fitness machen dürfen. Die Internationale Schifffahrtskommission beklagt die mangelnde Solidarität unter Kapitänen. Nur wenige seien im Ernstfall bereit, in Not geratenen Kollegen zur Hilfe zu kommen. Okay, Jungs, ich fang an. So, wollen wir doch mal sehen. Ja. Ja. Oh Mann, diesen Job mach ich auch nicht nochmal. Ja. Ja, er bewegt sich. Ja, ja, ich schaffe es. Ich kann es. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Luft. Danke, Anke. Die Sommerzeit ist vorbei und es wird wieder früher dunkel. Vielen Menschen macht die Dunkelheit allerdings zu schaffen. Da hilft oft nur ein Spaziergang in der frischen Luft oder Licht anmachen. Wenn Sie auch das nicht wieder auf Trab bringt, sollten Sie jetzt gut aufpassen. Kennen Sie das? Sie liegen die ganze Nacht wach. Sie können sich kaum konzentrieren, sind müde und schlapp. Dann haben wir die Lösung für Sie. Ja, früher lag ich oft jahrelang wach und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war hundemüde, kaum ansprechbar. Die besten Freunde wendeten sich von mir ab. Meine Ehe geriet ins Trudeln, ja. Ich war sogar kurz davor, meinen Job zu verlieren. Doch dann gab mir ein Freund einen Tipp. Er empfahl mir, schlafen. Das Ergebnis ist großartig. Ich meine, sehen Sie mich an. Ja, schlafen. Schon Millionen von Menschen sind damit zufrieden. Schlafen. Mit nur 6 Stunden täglich fühlen Sie sich wie neu geboren. Schlafen wird auch Sie begeistern. Doch Vorsicht, lassen Sie sich nicht täuschen, denn das Original Schlafen wird oft imitiert. Ich habe viel probiert. Nickerchen, Dösen, ja sogar rumschlummern. Aber eines weiß ich jetzt. Nichts ist so gut wie Schlafen. Ja, entscheiden Sie sich für das Original. Für Schlafen. Schlafen ist nicht im Handel erhältlich. Sichern Sie sich jetzt Ihren Schlaf. Der Vorrat ist begrenzt. Rufen Sie an. Ohne Schlafen kann ich mir mein Leben gar nicht mehr vorstellen. Ich bin begeistert. Auch Sie werden begeistert sein, wenn Sie jetzt anrufen. Seit einiger Zeit, meine Damen und Herren, gibt es in Deutschland einen sprunghaften Anstieg der Ehescheidungsrate. Das kann nicht allein an Gerhard Schröder liegen. Ein Buch zum Thema Scheidung hat Frau Heidemarie Köhler geschrieben. Sie ist heute live bei mir im Studio. Guten Abend, Frau Köhler. Guten Abend, Herr Lück. Frau Köhler, wo liegt Ihrer Meinung nach die Ursache für den sprunghaften Anstieg der Ehescheidungsrate?
am Elektrosmog. Hier steht alles in meinem Buch. Scheidungsgrund Elektrosmog an Fernsehern, Kaffeemaschinen, Mikrowellen, an elektrischen Seifenspendern. Das ist alles? Nein, Herr Lück, selbstverständlich nicht. Außerdem noch an Videorekordern, an Staubsaugern und so weiter. Das steht alles hier in meinem neuen Buch. Okay, okay. Scheidungsgrund Elektrosmog. Wie ist das zu verstehen? Meinen Sie, die Energiefelder der Geräte wirken sich negativ auf die Psyche und damit auf die bestehende Partnerschaft aus? Na, das steht alles hier in meinem Buch, erschienen im Schröder Verlag, ab sofort. Mag sein, Frau Köhler, mag sein. Aber ich würde doch jetzt gerne von Ihnen wissen, welche Auswirkungen die Geräte haben. Na, dann schauen Sie doch einfach mal in mein Buch. Da steht alles drin, Herr Lück. Ja, das würde ich gerne tun. Ja? Ja, Frau Köhler. Ja? Das sind ja alles nur Bilder. Ja, Sie liefern überhaupt keine schlüssige Erklärung. Kann es sein, dass Sie sich die Verbindung zwischen Scheidungsrate und Elektrosmog nur ausgedacht haben? Entschuldigen Sie bitte, aber ich glaube, Sie schustern sich da irgendwelche vagen Vermutungen zurecht. Darauf antworte ich nicht. Okay, dann versuchen wir es mal anders. Ja, also meine Eltern, die haben alles. Sie haben einen Fernseher, Videorekorder, Mikrowelle und trotzdem führen Sie eine glückliche Ehe. Wie erklären Sie sich das? Das liegt doch auf der Hand, Herr Lück. Hier, mein neues Buch, gerade erschienen. Glücklich verheiratet, dank Elektrosmog. Wie bitte? Sie hören wohl schlecht, Herr Lück. Da hätte ich was für Sie. Schwerhörig durch Elektrosmog. Sollten Sie mal lesen. Ja, und alles wegen dem Elektrosmog. Vielen Dank, Frau Köhler. Wegen des Elektrosmogs. Besseres Deutsch durch Elektrosmog kann ich Ihnen nur empfehlen, Herr Lück. Das wäre was für danke, Sie. Danke, Frau Köhler. Danke. So viel zum Thema Blöd durch Elektrosmog. Wir kommen zum Sport. Dank Henry Maske und Axel Schulz hat der Boxsport in Deutschland eine ungeahnte Renaissance erfahren. Doch in diese Männerdomäne drängen nach den Frauen jetzt auch andere Randgruppen vor. Es berichtet unser Sportreporter Marco Rima. Morgen finden hier in Chemnitz die ersten internationalen schwulen Boxweltmeisterschaften in der Wattebäuschen-Gewichtsklasse statt. Neben mir steht der Trainer von Virgin Hill. Hill wird hier als Topfavorit gehandelt. Eine kurze Frage. Das ist gerade wirklich ganz ungünstig. Ja, wir sind nämlich gerade zusammen ganz doll am Üben. Ja, ja, wunderbar. Immer schön drauf auf die Wattekugel. Und tuff, tuff, tuff. Eine schöne Bewegung nach der nächsten. Immer Form und Eleganz vermischen. Ja, ja, das war der Trainer von Virgin Hill. Viel Glück, du kleiner Racker. Und damit zurück zur Wochenshow. Für $140.000 wurde der weiße Mantel der Boxlegende Muhammad Ali versteigert. Die Veranstaltung geriet kurz zur Zitterpartie, als Ali selbst mitsteigern wollte. Bei der abschließenden Pressekonferenz war er jedoch wieder ganz der Alte. Ja, du, ich bin mal ein großer Fan von dem Muhammad Ali gewesen. Ist es nicht fürchterlich, dass er sich jetzt kaum noch bewegen kann? Ha, nein, das ist noch halb so schlimm. Pass mal auf, ich zeig dir was. Das gibt's doch gar nicht. Mensch, mach kein Mist. Nationalspieler Lothar Matthäus besuchte in dieser Woche das WM-Land Frankreich. Er wollte sich mal genau angucken, wo er fast gespielt hätte. Was sonst noch für merkwürdige Gedanken durch seinen Kopf gehen, sehen Sie nun wieder in Lollas Welt. Mario, ich tue dir jetzt einmal was sagen. War letzte Woche, als wir bei dir essen waren, ist mir was aufgefallen. Silberbesteck läuft nicht an, wenn du Schulkreide mit in den Besteckkasten legen tust. Lothar, für diese Worte muss ich dir Dank sagen und muss mit dir natürlich auch anstoßen. Prost. Prost. Nach den Euronormen für Steckdosen und Kondome schlägt die Europäische Union erneut zu. Ab 1998 tritt das Euro-TV-Seriengesetz in Kraft. Danach müssen Fernsehkrimis in mindestens 3 EU-Sprachen ausgestrahlt werden. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Scheiße, das Telefon klingelt. The telephone is ringing, I suppose. Der Telefonsound. Ja, warum geht denn niemand ans Telefon? Ein Mord ist geschehen. Ein Mord? Scheiße. What? A murder. Oh. Pardon? Ein Assassinat. Idiot,
Idioten. Idiot. Idiot. Scheiße, diese Sirenen sind aber sehr laut. These horns are very loud. Scheiß Eurocops! Machen Sie die Tür auf! Eurocops, open the door, please. Police de la Communauté Européenne, département, voulez-vous coucher? Schnauze! Wir brechen auf! Tag, Day. Jour. Sie haben genau 20 Sekunden, um zu verschwinden. What? You have exactly 20 seconds to get out of here. Pardon? Vous avez 20 secondes pour vous casser. Kriegst du deine Frage? Haben wir meine scheiß 20 Sekunden schon scheiße angefangen? Also so geht's nun wirklich nicht. Ich würde sagen, Sie bekommen 25 Sekunden und Sie bekommen... 35? You get 35 seconds and you... Andersrum. You get 25 seconds und Sie da hinten, Sie bekommen 35 Sekunden. Et vous, für Sie habe ich... Vous avez... 20 seconds. Pardon? Why does this German bastard get 10 more seconds than I get? Pardon? That's not mais equal. Alors, I want to have people fight because of all that. Zusammen, letzte Folge von Eurocops. You've seen the last episode of Eurocops. C'était la dernière episode. Und gleich sehen Sie noch in der Wochenshow Herbert Jürgens mit einer sensationellen Erfindung und den Wochenshow-Hit-Tipp mit Klaus Kinkel. Also bleiben Sie dran! Das ultimative Buch zur Wochenshow. Jetzt im Handel. Gleich nach der Wochenshow. Willkommen zurück zur Wochenshow und das sind die weiteren Themen dieser Woche. Endlich neues Spaßbad in Schweinfurt eröffnet. Gewagt neue Tarnfarbe für Bundeswehr-Jumbos. Und volle Kanone Menone, erschreckende Bilder aus dem Punica-Testlabor. Das unüberschaubare Angebot an Putz- und Reinigungsmitteln belastet, meine Damen und Herren, unsere Umwelt sehr. Doch das könnte bald anders werden. Unser Sensationsreporter Bastian Pastewka besuchte den Erfinder und Visionär Herbert Jürgens. Hallo, ich befinde mich hier im Esszimmer von Herrn Herbert Jürgens. Guten Tag, Herr Jürgens. Ja, hallo Tag auch. Von mir aus hier an alle Hausfrauen. Herr Jürgens hat eine absolut bahnbrechende Erfindung gemacht, nicht wahr? Jawohl, das hab ich wohl. Mein Fleckenentferner. Herr Jürgens hat den ersten absolut umweltverträglichen Fleckenentferner erfunden. Einfach drauf, der Fleck ist weg. Mein Slogan. Ja, das geht ins Ohr. Dann zeigen Sie uns doch mal, wie es funktioniert. Ja, dann muss ich Flecken machen. Really? Ja, bitte. Gut. Also, zum Beispiel Himbeersaft, ja? Das gibt erstmal ganz schwer rauszumachende wieder Flecken, ja? Oder zum anderen Beispiel, Eisbein. Lecker, aber ganz hartnäckig in den Flecken. Kriegt man fast nicht mehr raus. Oder aber Kartoffelpüree auf Mantelgewebe. Das ist ein ganz besonders schwer rauszukriegender Fleck, ja? Und jetzt fehlt nur noch Blut. Nein, geht das bitte auch ohne Flüssigkeit? Schlecht, aber geht. Ja, prima, dann zeigen Sie uns doch jetzt einfach, wie es geht. Gut. Also, Himbeersaft weg, weg. Eisbein weg, weg. Und hier wäre das Blut gewesen.
weg. Komm, wir gehen zum Fernsehen? Nein. Und was ist hiermit? Weg. Komm, wir gehen zum Fernsehen? Außenminister Klaus Kinkel ist einer der Musterschüler in Helmut Kohls Kabinett. Er gibt selten Anlass für Skandale und noch seltener Widerworte. Doch Klaus Kinkel hat auch eine andere, eine dunkle Seite. Welche das ist, erfahren Sie nun in unserem Wochenshow-Hit-Tipp. Hallo Leute, ich bin der Kinkel Klaus. Ich zieh mich gerne nackig aus. Ich hab mich hart. Und mag ich Striptease, ich kann's nicht gut, viele sagen ganz mies, das ist egal. Ich tanze im Bundestag, in Wien, in Brüssel und auch in Prag, überall kennt man den scharfen Kinkel. In jeder Stellung und aus jedem Winkel, oh Gott, ich bin nur Tanzmaus, alle rufen Klaus, zieh dich ganz raus, Stripper ist, was ich werden wollte. Ich tanze für Schabi und für Claudia Neute. Ich bin der gute Klaus. Zum Abschluss der Woche schon zeigen wir Ihnen jetzt noch einige Bilder aus unserem Geheimarchiv. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal und noch ein schönes Wochenende. Du, ich bin mal so ein großer Fan von dem Muhammad Ali gewesen. Ist das nicht ganz sicher? Schau, du, ich bin mal ein großer Fan von dem Muhammad Ali. Warte, jetzt noch mal Schluss. Okay. Ja, dann zeigen Sie uns doch mal, wie es funktioniert. Ja, muss ich Fleck machen, soll ich? Ja, bitte. Gut. Dann trinken Sie doch mal was. Eisbeinfleck. Weg. Und hier wäre das Blut gewesen. Auch weg. Komm ich jetzt im Fernsehen? Nein. Zurück in die Wochenshow. Und was ist hiermit?